Wir befinden uns in Aalen, wo wir heute das Upscaling von einem Tonnenmodul zu Mehrtonnenmodul erläutern werden. Mehrere Tonnen Produktion zum viel kleineren Herstellungspreis. Zu diesem Zweck übergebe ich das Wort Ben Richters, unserem technischen Leiter. Heute erkläre ich euch mal, was wir in den letzten Monaten entwickelt haben, mit dem Ziel, einen höheren Durchsatz zu erreichen, gleichzeitig die Anlage wartungsfreundlicher zu machen, bedienungsfreundlicher und auch ein Stück weit sicherer. Und wir fangen an mit unserem Eintrag. Hier war unser Ziel, den Durchfluss des festen Materials deutlich zu erhöhen und gleichzeitig am Ende einen Teil des Stoffes zu vergasen, damit wir einen Teil abziehen können, da wo sich Chlorverbindungen und auch Wasserdampf drin befinden. Jetzt kommen wir nun zum zweiten Prozessteil, dem Reaktor. Der Reaktor beginnt am Ende der Stoppschnecke. Am Ende der Stoppschnecke ist das Material jetzt aufgeschmolzen, schon zum Teil vergast und gelangt nun kontinuierlich in den Hauptreaktor. Der Hauptreaktor besteht weiterhin aus einem Rohr mit einer innenliegenden Schnecke, wo das Material vom Eintrag bis zum Austrag gefördert wird und auf der Strecke weiter aufgeschmolzen wird, vergast wird und hinten raus eine Trennung zwischen dem Reststoff und dem Gas stattfindet. Wir sind nun am dritten Prozessschritt angelangt, der Abschnitt am Ende des Reaktors, wo wir die Gasphase, also das Pyrolysegas, von dem Reststoff, den Stoffen, die nicht bei der Temperatur pyrolysiert werden können, voneinander getrennt werden. Das Gas steigt durch unser Expansionsrohr in die Kondensatoren und der Reststoff wird kontinuierlich über eine Austragsschnecke aus dem Prozess gefördert. Im vierten Teil des Prozesses wird das aus dem Reaktor über das Expansionsrohr geleitete Pyrolysegas in zwei Kondensatoren verflüssigt. Die Kondensate, die dabei entstehen, sind unsere Pyrolyseöle in zwei verschiedenen Qualitäten. Wir sind nun bei den Nebenanlagen vor unserer Hauptprozessanlage. In unserem Fall ist das einmal eine Kühlwasseranlage und eine Kaltwasseranlage, die für den Betrieb der Kondensatoren benötigt wird. Denn mit dem Kühlwasser können wir das heiße Pyrolysegas in den Kondensatoren kondensieren, um so die Öle zu gewinnen. Diese sind nun auch in einem separaten Skid aufgebaut, sodass schnell Teile getauscht werden können und auch die Wartungsarbeiten von außen und nicht von innerhalb der Anlage stattfinden können. Die gesamte Anlage ist in einem mobilen Containerrahmen aufgebaut. Im unteren Bereich des Containers haben wir eine Wanne eingebaut, sodass alle Rückstände, alle Leckagen aufgefangen werden können und kontrolliert abgepumpt werden können. Der Containerrahmen ist mobil und entspricht den Abmaßen eines Standard ISO 20-Fuß-Containers. Der Schalt- und Steuerschrank von der Anlage ist ebenfalls im Containerrahmen installiert. Der Bediener kann über dieses Panel den Status der Anlage erkennen und kann gleichzeitig einige Operationen hier durchführen. Sie sehen, wir wachsen Schritt um Schritt in allen Ecken. Währenddessen machen wir bereits die ersten Umsätze. Freuen Sie sich auf die nächsten Videos.